Such dir eine Haarspange aus. Na, wenigstens eine Haarspange rein. Das sind meine Sachen. Ja, du hast viel Auswahl, ne? Guck mal, die mit dem Regenbogen ist schön. Die ist hübsch. Wollen wir die nehmen? Nein. Nein? Dann such du aus. Sterne? Okay. Gummibärchen hast du. Guten Morgen, ich hoffe, euch geht es gut. Bei uns ist richtig schönes Wetter, da geht es eigentlich automatisch gut. Man ist fit, man hat gute Laune, man möchte raus. Wir nutzen das jetzt aus, weil ab 16 Uhr soll es wieder regnen und Gewitter ist angesagt. Oh, jetzt ist wieder wach und versteckt sich unterm Tuch. Da bist du! Lacht er immer. Bist du wieder wach? Vorsicht, das sieht deine Haare. Tut weh. Kuckuck. Was ist da drauf? Ein Reh. Ein Reh. Sieht halt süß aus. Ein geiles. Schick. Ein geiles Suchen. Kann sich immer noch nicht entscheiden. Ja, was wollte ich sagen? Wir fahren jetzt auf den Spielplatz. Der Roy macht sich oben fertig. Da hat er heute noch frei. Morgen geht es dann wieder los. Und Eis essen. Wollen wir noch. Genau, wir genießen den freien Tag und beim Steuerberater muss ich auch noch anrufen, bevor wir gehen. Das mache ich jetzt noch ganz schnell, da mache ich eine Milch fertig und packe Getränke ein und alles, was man für die zwei kleinen Zwerge so braucht. Ja, ein Reisekoffer. Meine Mama hat mir gerade ein Foto geschickt und guten Morgen. Das bin ich. Und schaut mal, ist es nicht Elias da in meinem Gesicht? Ja, oder? Schreibt's mir mal bitte. Sieht Elias mir ähnlich oder dem Roy? Schau mal. Siehst du's? Schön, Sternchen. Hübsch. Sieht super aus. Warum gibst du ihr alles, was sie haben möchte? Weil sie es haben wollte. Super. Ja, das ist super. Du kriegst auch alles, was du haben willst. Ich hänge das weg, damit sie nicht damit spielt und kaputt macht, weil sie noch zu klein ist. Und Papa gibt's ihr. Das hast du von der lieben Gulfira bekommen. Okay? Von der lieben Zuschauerin. Da steht dein Name, da steht Leonie. 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 Genau. Man braucht wieder 10 Jahre. Niemand freut. Freut er sich? Ja. Auf den Spielplatz? Ja. Wir müssen noch die Wasserkiste abgeben, neues Wasser holen. Für den Elias. Irgendwie sind meine Oberteile ein bisschen eng geworden, alle. Ich glaube, der Trockner ist schuld. Mama einfach weggegangen. Jetzt hier auf die Stufe. So. Nein, jetzt schon. Okay. Wo bleibt der Papa? Hm? Ruf mal Papa, komm. Papa, komm. Papa holt ein Parkticket. Hier im Schatten ist es schon ein bisschen frisch. Komm, jetzt zieh mal die Jacke an. Papa? Ja. Parkplatz bezahlen. So. Papa. Papa. Papa kommt schon. Danke, mein Name. Nur mein Alkoma, Papa. Komm, wir laufen schon mal davor. So. Au! Was ist los? Meine Sohle eine Augenwebe. So, auf geht's. Das ist schön hier. Kommt schon. Guck mal, da ist ein Vogel. Ein Rabe. Guck mal, wie groß der ist. Wow. Eine
Vögel. Ja. Und Hunde. Und Hunde. Hallo, Mama. Hier kann man Minigolf spielen, das ist richtig hübsch gemacht. Ja, ich hab's schon gesehen. Weil hier die Röhren zeigen immer nach da. Ja. So, mit den zwei Großen herkommen. Lukas mag Minigolf spielen. Ich glaube, die waren hier sogar mit der Schule. Minigolf spielen. Ja, wenn ich wüsste, was voll hübsch kostet. Gemacht, gell? Ja. Richtig ordentlich und sauber. Ja, das ist halt Deutschland, ne? Oh, guck mal, kleine Ach, voll schön, kann man da durchlaufen? Wir gehen jetzt erstmal zu den Tieren, komm. Guck mal, was da für Tiere sind. Wo denn? Papa, wo denn, Papa? Damit du dann. Ach, guck mal, die kommen zu dir. Ja, aber die zucken, ne? Achso, die kommen nicht durch. Ja, die können nicht raus. Aber die haben ganz viel zu treffen. Haben wir auch, Buddy? Haben wir auch, Buddy? Was hast du gerade gesagt? Henrietta. Guck mal, Henrietta. Ja. Für alle, die Paw Patrol kennen. Guck mal, der Hahn. Ist das Henrietta, Leonie? Der Hahn guckt uns nicht an. Der mag uns nicht. Wir sind auch noch welche. Das sieht eher aus wie. Die sind ganz alleine. Richtig cool. Das letzte Mal war es hier so voll. Schieben auf den Stein. Ziehen meine ich. Schieben geht nicht. Oh, schön. Also das ist mal echt ein toller Spielplatz hier. Falls ihr in der Nähe wohnt. Das ist in Schwäbisch Gmünd Mutlangen. Wie heißt dieser Spielplatz? Das kann man da googeln. Dino, oder? Dino Park, Dino-Spielplatz. Müsst ihr echt mal herkommen, ist echt toll. Da ist Wasser. Man kann überall hier spazieren gehen. Da sind Tiere, Toiletten, Minigolf, Essen, Trinken, also richtig toll. Und die Papas haben Spaß. Das ist gutes Training. Ach cool, das geht ja hier überall lang, das Ach, Wasser. Nee. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen, weil so viele Kinder hier waren. Ja. Hier. Wow. Du kannst da eine Dienst einfach. Ist ja echt toll. Du kannst das Wasser sperren. Ich denke, dass wir gleich Kühe kommen. Und pass auf, nicht, dass sie reinfällt, Schatz. Leonie Nein, wollte auch so mit. Gut. Ich muss mal kurz wickeln. Wie schön hier! Ist das schön hier! Früchte getrocknet. Was ist denn, Papa? Guck mal, Eis ist gleich, Mama. Ja. Und wir gehen jetzt Eis essen, gell? Guck mal, Eis. Auch von Eis. Da. Ja. So, komm, wir gehen mal weiter rum. Du guckst dir das hier an. Jetzt hier zur Not ein Becher. Entweder sind sie ein Becher haben. Was hast du? Ich habe Popcorn-Eis und Venezianer, weil ich probiere immer gerne das, was ich noch nie hatte. Mhm. Popcorn habe ich auch nie gesehen. Warte, hier unten ist Popcorn. Magst du auch was Chicken, Mike? Voll lecker. Kennt ihr den Zwiebel, den Popcorn-Eis, das ist richtig lecker. Guck mal, wie er guckt. Lasst bitte das Messer weg. Ich wollte kurz mal ein Wohlwort rein. Spiel. Spiel das Spiel mit dem Krokodil, da kommt der Krokodil.
Katze. Was? Eine Katze? Ich habe sie reingeschlichen. Warum? Warum ist hier einfach eine Katze? Was soll denn das? Guck mal, ein Running Body. Ja, hier gibt es viele Badesachen. Guck mal, hier sind alles Solarleuchten. Ganz viel Auswahl. So was ist auch für süß hier. Ne, das nicht. Das. Süß. Ach hier, guck mal. Wechselt die Farben hier. Das ist auch cool. Die auch. 8 Euro so eine. Ah, da ist unseres, guck mal. 5 Euro. Hier die Wein. Wo? Hier bei der Lukas. Aber? Ja. Ach, cool. Glitzerbälle. Mit Glitzer. Dreh dich mal um. Guck mal, Mama an. Zeig mal. Wow, schick. Ah, viele Hüte. Ja. Hüte, ja. Also wollen wir die für Lukas mitnehmen? Denkst du, die zieht die an? Natürlich. 3,50 Euro, Mann. Süß. Ein Hut zieht. Ja, der ist hübsch. Ja, der ist gut. Ich bin wieder zu Hause. Leonie ist wieder hingefallen. Vorm Haus. Jetzt muss der Hund. Baby. Alles wieder gut? Hast du dich irgendwie verletzt? Ja. Nicht. Wir waren ja noch im Wohlwörter, hat der Roy hier Wassereis für die Kids noch mitgenommen. Für Leonie ein Lolli mit so Pulver ist das, glaube ich, hier. Ich habe mir eine Cola mitgenommen, jetzt zum Essen. Und ja, die ganzen Flaschen so stelle ich mir. So. Und den Hut hat der Papa für seine Prinzessin noch mitgenommen. Für 3 Euro, gell? 3,50. Für den Urlaub. Sieht entzückend aus. Ja, sieht echt süß aus. Essen. Wir haben nämlich asiatische Nudelboxen mitgenommen. Gebratene Nudeln. Park? Ja, fein machst du das, bist schon fein. Was fertig? Und ein Löffel für Onkel Doktor, wo du immer Spritze kriegst. Ja, fein, die machst du auch. Ja. Sag mal hier. Oh, ich glaube, Leonie ist auch allergisch. Oh, das von der Sonne. So, ich sag mal hier kurz den Boden hier vorne. Ja, ich hol dir Wasser. Warte, mein Schatz. Ja. In der Blume gelandet. Hier, Jim. Ja, warte. Hoppala. Papi. Schmeckt der Lolli? Erdbeere. Erdbeere, ja. Schmeckt, ne? So, wo gibt's hier Pudding? Papa backt jetzt einen Kuchen. Ja, live. Hier, Boden habe ich schon gebacken. Ja. Den habe ich auch vorsichtshalber, damit er nicht einstaubt, nochmal eingepackt. Ja. Und ja, und dann möchte ich jetzt hier Pudding frischen Pudding backen, machen. Dann hole ich mir rechts jetzt unten. Ich habe jetzt hier in dem schon eine Kuh gelagert und da werde ich jetzt die Milch rauspressen und dann werde ich noch wieder Vanille reinmachen und dann habe ich einen Vanillepudding. Und er hat gesagt, er braucht bis 17 Uhr und er freut sich, dass er morgen wieder arbeiten geht. So, haben wir alles geklärt. Also, wo ist mein Pudding? Was muss ich machen? Also manchmal echt lustig. Bitte quetschen Sie 5 Euro, immer noch nicht verstanden. Und dann kommt die Milch rein, weil dann fällt nämlich die Milch nicht rein. Oh, wie geil! So,
Der Pudding ist jetzt hier drauf, also ich war das nicht, ja. Man bemerke auch gar nicht die etwas übergelaufene Milch. Ich habe es aber schon sauber gemacht, so sah es vorher auch aus. Und ja, hier hat sich jeder schon was weggenommen. Ist ein bisschen, ja, es gibt ja keinen Riechfilm. Ja? So, und ich werde das jetzt hier verteilen und dann legen wir die Erdbeeren drauf und dann wird es so aussehen. Also, ihr müsst euch nur die Erdbeeren vorstellen. Und vielleicht machen wir noch ein paar Weintrauben, ein paar Blaubeeren drauf. Erdbeeren sind schon geschnitten, da hinten. Ich habe sie in Sicherheit gebracht, weil Leonie ist ein großer Erdbeerfan. Ja, das Grüne kommt noch weg. Und dann habe ich hier noch ein paar Blaubeeren, die könnte man ja auch noch mit da drauf machen. Also, Leute, wir sehen uns. Bis gleich. Wir könnten ja auch noch Dings, Bananen, aber wir müssen es auch nicht übertreiben. Tomaten. Oder hier, ich mache die größte Pflaume, die hier rumläuft, drauf. Das ist die Martha. Die immer kritisiert. So. So, Leute. Wer ist von euch der Tortenguss-Typ? Wow. Wir lassen den Tortenguss weg, weil für uns das immer so eine glibrige Angelegenheit. Ich finde, ich habe das super gemacht. Ihr dürft jetzt in die Kommentare abstimmen. In den Kommentaren abstimmen. Habe ich das A super, super, super gut gemacht? Habe ich das B super, super, super gut gemacht? Oder C, ihr wisst Bescheid, super, 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 super gut gemacht. Ich könnte auch XXL machen. Ja, sehr gerne. So sieht das aus. Ja, ist nicht schwierig, aber ich bin auch nur ein Mann. So, wir lassen es uns jetzt schmecken. Ganz allein. Und den Teig, der ist super geworden. Also super. Und die Kuh, vielen Dank nochmal an die Kuh Elsa, die hier für Milch zuständig war. Okay? Tschüss. Und es ist noch so viel übrig geblieben. Das wird die Leonie heute bestimmt auch noch schaffen. Und Papa macht sich ja abends sowieso immer eine Schüssel. Nochmal zeigen. Super, super, super gut. Gell? Denkt an ABC. So, hier gibt es jetzt Kuchen. Und ich gehe aber ganz kurz hoch. Lukas sein Zimmer. Die Ecken absaugen. Das hat er nämlich nicht gemacht. Er hat zwar gesaugt, aber er hat die Ecken nicht gemacht. Das mache ich mal ganz schnell. Geil. Und Leonie hat vorhin meine Schminksachen hier verteilt. Sieht total komisch aus mit dem Monitor. Außerdem muss man den mal wischen. Was ist das hier? Ist das leer? Ja, ist auch leer. Hier dahinter. Da die Ecken. Ich will saugen, Leute. Nicht gesaugt, hier hat er gesaugt. Matratze natürlich auch gleich. Fenster müsste ich auch mal wieder putzen. So. Wenn man jetzt so sonst zieht, lass mich auch das Fenster auf. Mami, ich hab dich vermisst, Mami. Komm, ich komm schon. Papa. Hallo. Kommt die nächste. Hat mich noch vermisst. Hallo. Und wenn ich schon dabei bin, dann gleich die Treppe. Sehr lustig. Ich weiß, der Aufsatz ist eigentlich zu verbetten. Ich mache aber auch die Treppe und Ecken. Weil es mega praktisch ist und das kann man waschen. Deswegen ist es schon so ausgeleiert. Ja, danke. Also ich glaube, Leonie schmeckt's. Also wir haben hier einmal Butter, dann hier Chips noch Doritos, dann hier noch so saure Dinger, hier so saure Hitchis, hier noch Barbecue, Chips Style und dann noch ganz viele Getränke und noch ein Ei für Leonie. Ja. Ich habe vergessen, die Kamera mitzunehmen. Wir waren jetzt ganz kurz noch im Kaufland mit dem Lukas. Wir hatten nämlich Lust auf so kalte Getränke, vor allem Cola, wenn es so warm ist. Ich habe mir Cola Zero mitgenommen. Und Lukas hat sich verschiedene Geschmäcker mitgenommen. Sherry und Sprite und sowas hier. Und hat jetzt schon alles mitgenommen hoch. Und wir hatten keine Butter mehr. Und die waren im Angebot für 1 Euro. Das haben wir auch mitgenommen. So, ein schöner Tag geht zu Ende. Der Roy ist gerade mit Elias nach hinten in den Garten gelaufen, weil wir ihn beruhigen mussten. Das ist aufgewacht und hat geweint.
Ja, morgen muss der Papa wieder arbeiten. Auch noch ganz lange. Selina guckt Peppa Pig. Das kannst du ruhig ausmachen, weil ich schneide das Video. Ah, da ist er. Jetzt ist er ruhig. Wieder gut? Oh. Was war los? Vielleicht hat er einen Albtraum gehabt. Lieben, danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.